Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Episode von Bloodborne. Noch immer im Menzies Albtraum, aber allzu lange kann es ja jetzt ehrlich gesagt nicht mehr dauern. Denn wir haben mittlerweile weiß Gott wie viele Shortcuts hier freigeschalten und haben auch eine Dame in Weiß getroffen, die ja kein Plan, wer das ist. Aber wir sehen sie ja jetzt gleich wieder. Und die steht hier, weint anscheinend, hat sich ein bisschen bekleckert. Und anscheinend ist irgendwas da drin. Irgendwas. Frage ist nur was. Und wir finden es jetzt heraus. Zumindest noch ein Fahrstuhl. Ja, okay. Den nehmen wir doch gerne mal. Oh wow. Noch mehr Käfigköpfe. Oh, ich habe ihn ja schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal in Yahagul, da hatte der auch so einen Versammlungsraum, der war aber noch ein bisschen größer als das hier. Na, was zur Hölle ihr hier macht, weiß ich auch nicht. Ja. Yeah. Das sieht mir doch sehr stark nach Bossgebiet aus. Na, wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Ach, da ist er schon. Mergos Amme, holy shit! Nicht so schnell, meine Dame. Ich schätze mal, du bist eine Dame. Oh, oh. Oh, ein Treffer. Sehr schön, das reicht doch wohl. Gib auf, hä? Du merkst, du hast keine Chance. Bulli, bulli. Oh, shit. Wow. Okay. Versuchen, unter dem Angriff durchzudodgen. Nicht so eine clevere Idee anscheinend. Tja, das weiß ich jetzt somit auch. Gut. Gut, gut, gut. Okay. Dann halt ein neuer Versuch. Zum Glück, muss ich sagen, hatte ich ja momentan auch überhaupt keine Echos dabei. Also irgendwie auch scheißegal, wenn ich drauf gehe. Oh, shit. Okay. Beim nächsten Mal merken, den Fahrstuhl gleich wieder nach unten schicken. Ansonsten kann ich jedes Mal warten. Und das will ich nicht. Moment mal. Probieren wir mal, ob es funktioniert. Hm. Yep, das geht. Sehr schön. So, meine Dame. Nicht verzweifeln. Ich erledige das schon. Ach, und hier ist auch noch ein Fahrstuhl. Hättet ihr nicht einfach Treppen bauen können? Nee. Wir haben die Technik. Wir haben die Wissenschaft. Wir können Fahrstühle bauen. Haufenweise davon. Alles kein Problem. So. Sehr schön. Dann muss ich beim nächsten Mal, falls es ein nächstes Mal gibt, nicht wieder. Weiß Gott, wie lange warten. So. Was mache ich mit dir jetzt, hä? Wow! Danke! Vielleicht ist Anvisieren doch nicht so die clevere Idee. Ich versuche es einfach mal. Das funktioniert auch nicht so wirklich. Das war die falsche Taste. Scheiße. Okay, Moment mal. Ach, echt? Jetzt? Holy shit, was wird denn das? Man muss so ein bisschen immer abwarten. Oh, what the shit ist denn jetzt los? Ich laufe einfach mal.
Und Eisi. Was geht denn jetzt ab? Hört das auch irgendwann mal wieder auf? Ich möchte gerne was sehen. Denn was sehen wäre mir um einiges lieber. Das wird doch aber sicherlich irgendwann mal... Kann nicht allzu lange dauern. Kann sich nur um motherfucking Schnuppen handeln. In der Zwischenzeit laufe ich einfach ein paar Minuten im Kreis. Bis der Scheiß endlich mal vorbei ist. Was offensichtlich aber doch wohl ein bisschen dauern kann. Hört das auch irgendwann mal wieder auf, sonst muss ich mich echt um dich anders kümmern. Na, es ist weg. Sehr schön. Und jetzt sehe ich dich auch wieder. Was wird denn das jetzt? Oh, shit. Du miese kleine Bitch. Ja, die Attacke kannst du gerne öfters machen. Die geht gut aus zum Weichen. Die finde ich nicht so geil. Aber so funktioniert das ja eigentlich ganz gut. Da könnte ich aber vielleicht auch ein bisschen kräftiger draufhauen. Oh ja, das zwirbelt doch schon mal ein bisschen besser. Wobei, das ist mir irgendwie auch zu langsam. Das mag ich nicht. Der Boss ist mir da viel zu schnell. Ah, shit, das hat mich erwischt. Okay, aber schön langsam. Oh. Miese kleine Bitch. Wow, was war denn das? Hab mich aber gar nicht getroffen. Ach nö. Gut, ich kann zumindest ein bisschen auf dich draufkloppen. Heiliger Bimbam. Okay. Und wir laufen los. Abvisieren, abvisieren, abvisieren. What the shit ist denn hier los? Sind das mehrere? Ich bin weg. Ich bin weg. Wir warten einfach wieder ab. Bis der Scheiß vorbei ist. Einfach ausweichen. Holy shit. Ich sehe gar nichts. Momentan. Nein! Lass mich zufrieden. Wieso stehst du jetzt immer direkt vor mir? Das ging vorher viel besser, muss ich sagen. Da hast du nicht so genervt. Hui! Ich mag das gar nicht. Aber jetzt geht's wieder. So, jetzt sehe ich dich wieder. Ein Schritt zurück. Dankeschön. Ja, schon langsam habe ich einen Plan gegen dich. Und ich muss weg. Oh, jetzt kommt wieder der Klingensturm. Oh, nochmal. Ach, wie oft denn noch? Spamst du die Attacke jetzt, hä? Der Schlag, okay. Okay, das war das. Da geht sich ein Schlag aus. Was kommt jetzt? Oh, sie portet sich wieder. Aber zumindest kein Nebel, das ist gut. Aber jetzt kommt wieder Nebel. Ach, nö, ey. Und ich bin weg. Und ja, dann laufen wir mal wieder ein paar Runden im Kreis. Okay. So ist mal der motherfucking Plan. Darf ich vorbei, meine Damen? Dankeschön. Holy shit. Wir laufen schön im Kreis. Oh shit, okay, da hat mich einmal erwischt.
Ich heile mich lieber mal schnell. Ich habe aber noch immer 10 Violen übrig. Das sollte reichen. Wenn jetzt nicht allzu krasser Scheiß passiert, dann sollte das eigentlich klar gehen. Ja, sehr schön. So, wo bist du? Da bist du. Nee, nee, nee. Ach, oh, wieder geporte, ey. Hinter mir bist du, hä? Miese Bitch. Und das war's. Das war's mit Mergus Amme. Und ich freue mir den Arsch ab. So, gut. Das war dann also der Boss. Nur irgendwie, wieso geht die Anzeige nicht weg? Nebelwand ist auch noch da. Gut, ach, jetzt Albtraum erschlagen. Und ein Drittel einer Nabelschnur. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, und Lämpchen. Jetzt möchte ich aber trotzdem gerne noch wissen, ob die Dame in Weiß jetzt dazu irgendwas zu sagen hat. Dass wir anscheinend irgendwie einen fetten Dämon weggehauen haben. Gucken wir doch mal nach. So, meine Dame, kein Grund mehr zu weinen. Alles ist gut. Und sie verschwindet. What the shit? Wo ist sie hin? Das ist Bullshit. So, jetzt aber die Frage. Wo weiter? Viel kann es ja nicht mehr sein. Ich weiß nicht noch, im oberen Kathedralenbezirk habe ich einen optionalen Boss übersehen. Und dann sollte aber eigentlich auch schon Endkampf-Time angesagt sein. Soweit ich mich jetzt erinnern kann an das, was ich mich, an das, was ich gelesen habe. Aber wir finden es heraus. Irgendwas muss ja passieren jetzt. Können mich nicht einfach so... Okay. Die Kacke brennt. Unsere schöne Werkstatt ist am Abfackeln. Was soll denn das jetzt? Hast du nicht aufgepasst? Hast du wieder im Bett geraucht? Dann ist dir die Zigarettenstummel runtergefallen. Und dann passiert sowas. Gute Jägerin, der Morgen bricht an. Die Nacht und dieser Traum werden bald enden. Werden bald enden, okay. Am Fuße des großen Baums. Germann erwartet mich also. Finde ich das gut? Ich weiß es nicht. Da könnte ich mir aber... Da kann ich mir doch noch ein Levelchen holen, oder? Aber das erst, nachdem ich ein kurzes Päuschen gemacht habe. Bis gleich. Ach, so eine Pinkelpause ist doch was wahnsinnig Angenehmes, kann man sagen. So, jetzt will ich mir aber eigentlich noch einen Level gerne holen. Dafür brauche ich aber schnell mal ein bisschen Kaltblut. Wir brauchen circa 12.000, wenn mich jetzt nicht alles täuschen sollte. Wie viel bekomme ich denn dafür? 8.000, das reicht leider Gottes nicht so ganz. Da brauche ich noch mehr. Viel mehr. Ich brauche mehr Blut. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Nochmal. Jetzt reicht es ganz bestimmt. Ich weiß, dass Germann mich erwartet, aber Germann kann mich mal. Zumindest zur Zeit. Ich bringe mir das jetzt mal auf 40. Das ist doch mal ein guter Wert. Lebt wohl, guter Jäger. Mögt ihr... So, Frage ist, kann ich hier jetzt eigentlich noch rein? Ja, okay. Hier drin ist alles cool eigentlich. Hier ist alles komplett in Ordnung. Mal abgesehen, dass die Bude von außen am Fackeln ist. Aber stört hier anscheinend niemanden. So, Gegenstände lang für die restlichen... Ja, 3600 Fiolen. Echos, kaufe ich mir noch Fiolen. So, sehr schön. Und jetzt, bevor wir zu Germann gehen, muss ich noch... Frage ist natürlich, wo war denn das? Nicht hier. War das hier? Friedhof der Dunkelbestie? Nee.
Lichtblumengärten. Das müsste richtig sein. Das ist nämlich das Gebiet, wo wir den... Wie hieß er nochmal? Der himmlische Gesandte. Den haben wir hier besiegt. Und hier soll auch noch ein zweiter Boss sein. Den ich mal knallhart übersehen habe. Aber gut, das ist auch schwer zum Übersehen, muss man sagen. Denn dafür muss man hier hin. Und bam. Tür. Und hey, wir sind... Das hier ist ja die große Kathedrale, oder? Wo wir gegen... Amelia war doch ihr Name, oder? Gekämpft haben. Was du? Ein Ruf ins Jenseits. Was ist denn das? Ist das wieder ein Zauber oder ist es was für den Kelch? Da, ein Ruf ins Jenseits. Eins der geheimen Rituale des Chors. Vor langer Zeit erreichte die heilende Kirche mit Hilfe von Trugbildern eine hohe Finsternisebene, konnte die äußeren Ebenen des Kosmos aber nicht kontaktieren. Das Ritual hatte sein ursprüngliches Ziel nicht erreicht, erschuf aber einen kleinen explodierenden Stern. Okay. Nun mächtiger Teil des Chorarsenals. Manchmal bringen Fehler die Entdeckungen hervor. Okili tokili. Ohaha, was willst du von mir? Oh, da ist auch noch ein zweiter. Das ist einer von denen, die ballern. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Und es geht nach unten. Ganz schön tief nach unten. Ach, und da hinten sehe ich es auch schon. So, euch kleinen Scheiße hau ich gleich mal weg. Bevor ihr mich wieder mit irgendwas ansteckt. So, ich mache jetzt aber auch gleich mal. Bevor ich gegen den kämpfe. Ups. So, du fährst mir wieder schön nach oben. Und ich glaube, hier springen wir auch nicht so clever. So, what the fuck ist denn das? Altar der Verzweiflung. Das klingt ja mal fucking optimistisch. Aber ein geiler Raum hier. Nur was genau sind diese Ruinen? Das wäre auch mal gut zu wissen. Greift mich das Vieh nicht an, oder? Ist das wie bei Rom, dass ich erstmal draufhauen muss, bevor sich hier überhaupt irgendwas tut? Okay, scheint friedlich zu sein. Und auch nicht gerade schön. Hallo. Ja, was ist denn das hier eigentlich? Na gut. Okay, meine Dame oder Herr oder... Wieso bekomme ich eigentlich bei so einem Anblick darauf Dame zu sagen? Ich weiß es nicht. Bitte nehmt mir das nicht übel, aber das ist mir einfach mal so eingefallen. Okay, jetzt tut sich was. Epritheas, Tochter des Kosmos. Okili dogili, dann was hast du eigentlich so drauf, hä? Du kannst mal mit Tentakel schlagen, wunderbar. Sonst noch? Wow. Boom. Oh shit, ich sehe nichts mehr. Ich glaube, anvisieren ist nicht so clever. Das war kacke. Komm schon. Oh. Okay. Okay, Bitch. Vielleicht doch anvisieren. Komm schon. Hau noch mal deinen Kopf nach unten. Nein, nicht deinen Tentakel. Die Attacke mag ich schon mal gar nicht. Das muss ich dir echt mal sagen, hä? Besser zweimal heilen. Okay, ich muss mir hier mal irgendwas überlegen. Irgendwie muss ich an sie rankommen, vernünftig. Mann, ey. Das waren die fucking Tentakel im Weg. Lass den Scheiß, komm wieder mit deinem Kopf nach unten.
Okay, jetzt habe ich zwar auch Damage bekommen. Nein! Oh. Diese bescheuerte Armsturmattacke, ey, da kann man aber auch gar nicht vernünftig ausweichen. Die will einfach nicht das machen, was ich will, hä? Wow. Ja, klar, das hat mich noch erwischt, hä? So, jetzt reicht's mir. Mann! Du bist eine motherfucking fiese Bitch, weißt du das? Okay, ich hab immerhin schon. Wow, wieso hat das jetzt nicht getroffen, hä? Das ist totaler Bullshit gerade. Ja, genau das will ich haben. Haha! Na, jetzt komm nach unten. So. Meins! Boom, Schakalaka! Oh shit! Na, scheiße. Ach, da wäre es gleich noch ein zweites Mal gegangen. Wow, sie fliegt auch. Okay. Was passiert jetzt? Oh, die kotzt auf mich. Wieso kotzt du mit Blut auf mich? So, aber das gefällt mir. Was passiert jetzt? Keine Ahnung. Es ist aber eine Chance für mich, mal ein bisschen Damage zu machen. Okay, jetzt kommt wieder Blutgekotze. Alles kein Ding. Holy shit, wieso hat das jetzt so viel Damage gemacht? Und ich bekomme Damage, wenn ich bei ihr dran stehe. Oh, das ist ja mal was ganz was Neues. Okay, lieber nochmal heilen. Oh, wow, ja. Ja, natürlich. Warum denn nicht, hä? Oh Mann, jetzt flippt sie aber komplett aus. Och ja, klar, jetzt kommt sowas auch noch. Komm doch mal wieder mit deinem Köpfchen nach unten, meine werte Dame. Nein, nicht kotzen. Das kann ich gar nicht gebrauchen gerade. Ach, nochmal. Ja, genau so. Fuck, das hat aber nicht ganz gereicht. Ich hätte ehrlich gesagt gehofft, sie nochmal zu stunnen, aber... Die Attacke hasse ich sowas. Mann, halt dich. Ich bin tot. Fuck. Es war so knapp, das war so viel nur noch. Scheiße. Aber der Plan mit dem Kopf hat ja ganz gut funktioniert. Die Sache ist nur... Man muss sie irgendwie dazu bringen, öfter diese bescheuerte Attacke zu machen. Wo sie quasi mit dem Kopf auf den Boden geht. Und dann kann ich da schön draufhauen. Dann ist der ganze Kampf ja gar nicht mal so mega kompliziert. Das Problem ist halt wirklich nur, diese Attacke irgendwie zu triggern. Aber gut. Hier aus dem Weg. Genauso wie dein Freund hier. So, aber zum Glück. Ich wusste es doch. Ist der Fahrstuhl gleich da? Ist das nicht schön? So, das sind die spaßigen Typen natürlich wieder. Oh, shit. So, weg mit euch. Die schicken wir wieder nach oben. So, und ich würde sagen, in der nächsten Episode... Versuchen wir die alte Tante einfach nochmal. Und bis dann sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Ob man sieht sich.